Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Special Part von Let's Play Assassin's Creed 4. Ja, Black Flag. Oder in dem Fall nicht Black Flag, sondern der Aveline de Grand Prix. Formerly PlayStation Exclusive, durch die Rebel Collection jetzt nicht mehr PlayStation Exclusive. DLC. Weil mir ist aufgefallen, ich habe 2016 einen Spezialpart dazu gemacht. Aber aktuell haben wir gar keinen dazu, keinen Spezialpart. Heißt, technisch gesehen war das noch gar nicht abgeschlossen, das LP. Aber naja. Das passt schon. Wir nennen dich jetzt einfach LP. Zack. Und ja. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Aveline, nennst du dich immer noch Assassine? Wie auch immer es ist, du batest mich einst um Hilfe und nun muss ich dich um dasselbe bitten. Es gibt eine Frau mit Geist und unheimlicher Stärke. Patience Gibbs. Sie soll einen Sklavenaufstand angeführt haben. Und ihr Master hat eine Belohnung auf sie ausgesetzt. Sie wird von allen verfolgt. Ich habe versucht, Patience für die Bruderschaft zu rekrutieren. Doch sie wird mir nicht gestatten, ihr zu helfen. Dein Name hat Gewicht hinter den Sklaven, selbst im Norden, in Newport. Du wirst sicher mehr Erfolg haben. Zuletzt sah man sie auf Goat Island. Beginne dort mit der Suche, wenn du annimmst. Dein Freund und Bruder, Connor, Postscriptum. Hüte dich vor dem Vor und auch vor Patience selbst. Auch ich musste es lernen. Sie ist gefährlich, wenn man sie aufschreckt. Ja, wir spielen hier eine Mission von der Länge von zwei normalen AC4-Missionen mit Aveline de Grand Prix, die natürlich nicht so ganz umfangreiche Ausrüstung besitzt wie Edward. Und ja, genau, eigentlich gehört das hier quasi gespielt nach Assassin's Creed Liberation. Das spielt hier nach. Also falls ihr Assassin's Creed Liberation noch nicht gesehen habt, es ist noch nicht auf meinem Kanal. Es kommt, wartet. Ich habe aufgeschrieben, wann das kommt. Das kommt, ist das nächste Assassin's Creed Projekt auf dem Kanal. Es gibt nach Black Flag, was aktuell läuft auf Englisch für die Switch, ein mittellanges Projekt zwischendurch und direkt danach kommt schon Liberation. Der erste Part habe ich direkt am Release aufgenommen. Der erste Part ist über ein Jahr alt. Der ist schon hochgeladen. Dieses Video werde ich auch auf dem Discord verlinken, weil das ein paar wichtige Infos enthält. Und zwar, bevor wir jetzt, ich werde wichtige Infos für die Leute vom Discord. Ich habe was Persönliches, weswegen ich ab nächster Woche nicht mehr richtig werde aufnehmen können für ein paar Tage, weswegen ich jetzt ordentlich vorproduziere. Deswegen auch jetzt dieses Video, das ist vorproduziert. Das kommt erst nach dem Ende von... Nee, das kommt nicht nach dem Ende von Breath of the Wild. Nach dem Ende von Breath of the Wild habe ich ein anderes Filler-Projekt, was ich auch... Muss ich das voraufnehmen? Ich weiß gar nicht, wie viele Parts Breath of the Wild wir noch haben. Tatsächlich, immer gucken. Ich nehme es vorsichtshalber die ersten zwei Parts oder so mal vorauf. Ja, genau. Das hier werde ich direkt heute bringen, denke ich mal. Machen wir heute einen Double Assassin's Creed Feature, also einmal Assassin's Creed. Dieses Aveline-Special auf Deutsch und einmal Assassin's Creed auf Englisch, ganz normal, das LP. Und genau. Also wundert euch nicht, das wird alles voraufgenommen sein im Aufnahmemarathon, der jetzt die Tage kommt. Und
Wir spielen das Ganze hier auf der PlayStation 4, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ja, ich musste dafür extra das, ja, das Ganze Assassin's Creed 4 installieren für die PlayStation. Und nein, also keine Sorge, ich habe das Spiel schon gehabt. AC4 besitze ich ja, wie gesagt, viermal. Viermal. Also nicht so schlimm. Das hier, wenn es sehen musst, aber ja. Genau. Ich hätte auch bald, stimmt, so bei die PlayStation. Ich meine, man kann die Spielstände der PlayStation 4 Games auf die PS5 übertragen. Davon weiß ich nichts. Überleg's dir, dann schmerzt es weniger. Ist mir egal. Zack. Was ist hier geschehen? Wir flohen alle gemeinsam. Sie half uns. Sie sagte, ein Schiff wird kommen. Doch sie fanden uns. Wer half euch? Patience Gibbs. Unser Lager lag hinter diesem Hügel, doch sie überfielen es und nahmen uns gefangen. Sie müssen sie dort festhalten. Okay, helfen wir Patience Gibbs. Ja. Ich finde das Level hier tatsächlich eine gute Idee. Ich hätte mir generell einfach noch ein weiteres Assassin's Creed gewünscht, was die gemeinsame Geschichte. Gerne auch ein Assassin's Creed, was die Geschichte von Aveline und Connor weiterführt, die ja zusammen zu dieser Zeit die Anführer der Bruderschaft sind in gesamt Nordamerika. Connor in den Vereinigten Staaten und Aveline in den französischen Kolonien. Zack. Wie wertvoll ist das Ding überhaupt? Weiß nicht. Was verschwindet es eigentlich? Zack. Weiß man nicht. Oh Gott, sind hier viele von den Typen. Eieiei. Ja. Nicht den, die Leiche liegt schon versteckt hier. Ja, die ist versteckt. Sonst könnte ich nicht pfeifen. Dreh dich bitte um. Danke. Komische Hast du Patience gesehen? Wer bist du? Warum suchst du sie? Ich will ihr helfen. Sag mir nur, was du weißt, bitte. Sie hat sich gewehrt, als sie kam. Ich hoffe, sie ist bei den anderen. Ja. Also ich finde es übrigens sowieso sehr schade, dass wir von Aveline nicht mehr zu sehen bekommen haben. Weil Aveline war tatsächlich, ich glaube, der bisher beste Diverse Character von Ubisoft. Also eindeutig der beste Diverse Character in Assassin's Creed. Weil sie ist halt teils farbig, teils weiß aus der in einer Zeit, in der sowas natürlich noch verpönter war als in einer Zeit, in der das wohl am verpöntesten war. Ich bin kein Experte für die Geschichte, besonders was sowas angeht in den USA. Sowas lernt man bei uns im Geschichtsunterricht nicht. Nicht, dass wir im Geschichtsunterricht irgendwas über die USA lernen würden. Also wirklich gar nichts. Like literally nothing. Du lernst bei uns nicht mal, dass die USA
1776 gegründet worden. Ich meine, ich bin kein Geschichtsexperte, aber sowas wie die Gründung der ersten modernen Demokratie, na modern. So modern ist die Demokratie in den USA auch nicht mehr, aber... zählt wohl noch zu den heutigen... Wie lange sollen wir noch hier bleiben? Warum stehen wir dann hier rum? Das sind die Sklaven, die ich befreien will. Okay. I say bye bye. Ich würde gerade fragen, gehen die Typen gar nicht mehr weg, oder? Tak, so, hier gibt es leider keine optionalen Missionsziele. Aber hey. Hab Dank. Hast du Patience Gibbs gesehen? Finde die anderen. Sie muss bei ihnen sein. Ja. Wer hätte jetzt gedacht, man muss den Leuten an drei Orten helfen. Gehst du die beiden da hinten bitte? Können die beiden Dullis da, wo ich gerade mit meinem Kopf drüber war, sich bitte umdrehen? Dann machen wir es so. Gehen wir vorne rum. Was zum... Klar. Der steht neben einem Heuhaufen. Dann schalten wir den zuerst aus. Ja, hier ist überall Sperrgebiet. Die haben mich nicht erkannt auf die Entfernung. Okay. Aber jetzt sehen sie mich? Wow. Ich hätte eventuell warten sollen, bis die beiden Dullis sich umgedreht haben. Okay, hier ohne Kampf durchzukommen, das wird schon schwerer. Komm, 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 komm. Also nicht wegmachen, bevor der andere Typ dich sieht. Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Nicht du, der andere. So, zack. Jetzt warten wir, bis der Dulli wieder hergekommen ist. In der Zwischenzeit müssen die beiden Vollidioten dann aber wieder umgedreht sein. Dann messern wir den da weg. Verstecken ihn auch hier im Heuhaufen. Dann kletter ich da rauf. Dich markiere ich mir mal. Dann muss ich die beiden noch Messer machen. Jetzt machen wir dich Messer. Und so, sobald du wieder hierher gekommen bist. Ich werde das jetzt möglichst sneaky machen, die Mission, weil
Hey, das Sneaky-Gameplay hier war vermutlich mein Lieblings-Sneaky-Gameplay aus allen AC-Teilen. Ja. Den da nehmen. Da rein mit ihm. Auch um hier eine Wache auf dem Dach steht. Nicht runterfallen. Brave Wache. Jetzt haben wir euch Messer gemacht. Jetzt bleibst nur noch du. Und du übrig. Sehr gut. Ja, komm her. Bitte. Oder auch nicht. Dann machen wir den ersten Messer über den Heuwagen. Der Typ ist wohl Pokémon-Trainer, weil so kurzsichtig kann er eigentlich gar nicht sein. Boah. Wir wollen das ja alles sneaky machen. Zack. Zack. Alarmglocke weg. Wer bist du? Ich versuche, Patience Gibbs zu helfen. Da war ein Hauptmann, der Befehle gab. Er ist mit hier und sucht irgendwas. Er weiß sicher, wo man sie hinbringt. Er gab den Befehl. Er hat viele Leibwachen. Wenn du wirklich zu ihm willst, wirst du sie treffen. Danke. Zack. Ja, gut, dass wir dir hier schon mal ein Messer gemacht haben. Oh, ja, der Typ, der sieht uns. Das war wohl irgendwie logisch. Hey, stopp! Noch mussten wir nicht feinden. Jetzt seht ihr die Leiche und werdet erstmal gleich High Alert. Ja, bitte. Sucht beide in den unterschiedlichen Heuhaufen. Und schwupp, ein bisschen weniger. Gameplay ist so viel besser als in Assassin's Creed Valhalla. Ihr! Wo ist Patience Gibbs? Was geht hier vor sich? Was begehrt ihr? Er hat das Ding in die Luft gesprengt nach dem. Na egal. Ja. Ja, was ich wirklich gefeiert hätte, wäre, wenn sie hier etwas mehr von Aveline und Connor eingebaut hätten. Ja, ach nee. Es tut mir leid, ich bin mal nicht so gut mit PS4-Controller. Es wäre sehr viel leichter, wenn wir jetzt einfach hier mit einem. Auch schade, dass sie hier keine Liberation-Musik reingetan haben. Verprügeln.
Mr. Judge, bringt die Hexe nach Fort Washington zum Verhör. Vielen Dank. Warum denn nicht gleich so? Natürlich, ein Todessprung muss drin sein in einer Mission. Genau, und damit wären wir jetzt auch schon am Ende von einer regulären Mission. Ist natürlich ein bisschen größer, aber... Es ist, ja. Wait for Washington? Waren wir nicht... Teufel, Sie waren unschuldig! Ihr Blut klebt an euren Händen! Ihr bekommt das Amulett meiner Mutter nie! Ich bin euch immer einen Schritt voraus! Sperrt sie ein! Züchtigt sie, wenn es sein muss! Doch vergesst nicht, ich zahle, damit sie am Leben bleibt! Ich muss dieses Amulett einfach haben! Dich töte ich zuerst! Ich werde meine Mutter rächen! Du wirst es nie bekommen! Lasst mich! Ich werde euch die Haut abziehen! Ja, wenn einer Templer geschrien hat, ganz laut, dann der. Von allen Gegnern, die man niemals in Assassin's Creed gesehen hat. Das ist Black Flag Musik, die spielt. Das stört mich tatsächlich ein bisschen. Vermutlich der größte Negativpunkt in dieser Mission. Der Rest, den haben sie echt gut rübergebracht. Alles Originalsprecher von Avelyn und Connor und... Ach ja, kommt. Dann kämpfen wir jetzt unseren Weg durch. Deswegen mach ich mal eben. Ja, Fun Fact, normalerweise im eigentlichen Spiel trägt Avelyn auch keine Machete. Sie trägt hier nur eine Machete. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Avelyns ganze Animationen und alles, was ihr habt und so, auf den aus dem Schreiner Freiheit DLC bestehen. Und im Schreiner Freiheit DLC besitzt man halt eine Machete. Aber den selbst nutzt in Liberation eigentlich eher keine Macheten. Irgendwas bei den Männern, die verfolgt? Sie benutzt da eher Waffen, die denen von Connor ähneln. Weil das Spiel nun mal auf Assassin's Creed 3 basiert. Ja, also es ist leicht abgeschwächt. Also ursprünglich ist Liberation ja als PS Vita Teil erschienen. Also als PS Vita Exclusive. Und. Ja, wir fighten uns hier unseren Weg durch, habe ich gesagt. Ja. Da hat er mich nicht mehr rechtzeitig gesehen. Größter Kritikpunkt, dass hier Black Flag Musik spielt, weil die Black Flag Musik ist halt so gut, weil sie so gut in die Atmosphäre passt. Und hier fehlt die Atmosphäre halt komplett, diese Black Flag Atmosphäre. Der unterstützt Sklavenhändler. Müssen wir natürlich alle wegmessen. Ganz klar. Das ist doch mal Assassin's Creed Feeling, Alter. Ich bin hier der Oberbabbe und meuchle alle weg mit ein, zwei Hits. So wie es auch in einem, ich weiß nicht, Assassinen-Spiel sein sollte. Populäres Beispiel, die neuen Hitman-Spiele. Ja. Sowohl die Waffen als auch man selbst haben alle wenig Leben, weil...
Surprise, surprise. In einem Spiel, in dem es ums Meuchelmorden geht, sollte nicht Meuchelmorden da Kampfstil ja wenig aufkommen. Wenn man entdeckt werden kann und sich einfach durchmessert. Kleinigkeit, die mich auch nervt. Es wird nicht automatisch ein Doppelattentat begangen. Man müsste hier die versteckten Klingen für auswählen. Ich glaube, ein Spielfehler, den sie in Schrein nach Freiheit sogar behoben haben. Da kann man dann wieder Doppelattentate aus dem Lauf machen. Auch wenn man die versteckten Klingen nicht ausgerüstet hat, sondern die Macheter. Aber keine Garantie, ist viel zu lang her, dass ich Schrein nach Freiheit gespielt habe. Übrigens, meiner Ansicht nach der beste Assassin's Creed DLC? Ich würde sagen, ja. So. Ja. Übrigens, willkommen zur PS4-Version von dem Spiel. Die, funktioniert genauso technisch auf technischer Ebene wie alle anderen Versionen, außer die Wii-Version. Schweigt immer. Ja, das will ich erstmal sabotieren hier. So, wisst ihr, so eine Connor-Sondermission wie die hier, hätte ich mir ganz ehrlich in Rogue gewünscht. Weil da hätte es voll gut reingepasst. Schweig du mal. Das ist so langsam. Habe ich jetzt auch alle weggemessert, oder? Ihr seht schon, ich versuche hier hochzuklettern. Ach ja. Also wenn ich ganz ehrlich sein muss, solltet ihr euch entscheiden müssen zwischen der PlayStation 4 Variante von Assassin's Creed 4 und der Rebel Collection. Also hiermit die Vollversion, also alle DLCs. Oh mein Gott, Double Kill! Wer bist du? Bringen wir dich hier raus. Folge mir. Auf keinen Fall! Ohne Wissen kann ich nicht vertrauen! Mel! Ups, was haben wir jetzt gemacht? Oh Gott. Mein OBS spinnt wieder rum. Oh, die Scheißleiste ist verschwunden. Oh, bloody hell. OBS funktioniert wieder nicht richtig. Ich hasse es so sehr. Immer wenn man OBS aus Versehen in den Vollbildmodus versetzt, dann geht die Leiste kaputt. Shit! Alarm! Alarm! Zum Gefängnis! Hilfe! Hilfe! Häftling ausgebrochen! Haltet sie! Schnappt sie! Stoppt sie! Ignoriert die Typen, du musst Patience fangen. Ja, du solltest die nur wegmachen, weil die im Weg waren. Haltet sie fest. Es kann nur noch an einer Stelle sein. Ich hole es aus ihr raus. Übergibst du mir das Amulett, Süße, oder wünschst du eine ärztliche Untersuchung? Sei versichert. Ich habe all meine Instrumente dabei. Fein.
Oh mein Gott, wo hat die das Ding? Oh mein Gott. Danke dir. Wieso hat sie versteckte Klingen? Sie ist keine Assassinin. Macht mit ihr, was ihr wollt. Eure Geduld ist sicher erschöpft. Warum hatte sie versteckte Klingen? Ist das ein Modellfehler? Sag mal, ich hab dich doch gerade totgemessert. Ich kann dich nicht schützen, wenn du wegläufst. Ich beschütze mich selbst. Patience! Nein, lass mich in Ruhe! Meine Fresse, ey. Muss mir die oft einholen. Wag es nicht, wieder wegzurennen. Sag mir, wie du heißt. Aveline de Grand Prix. Aus New Orleans? Dann gibt es dich tatsächlich. Also was willst du von mir, wenn es nicht mein Amulett ist? Nur dich. Kein Amulett. Dann bist du auf ein Schäferstündchen aus. Ein Freund schickt mich. Connor. Er bietet dir Schutz und eine Ausbildung. Mademoiselle, bringt mir nur mein Amulett und ich werde Wachs in euren Händen sein. Dann gehen wir. Mir ist diese LGBTQ-Anspielung nie aufgefallen, aber Aveline hatte nichts dagegen. Das ist der most diverse Character, den Ubisoft je erschaffen hat, Alter. Weißt du, wohin Judge das Amulett bringt? Ich tippe auf den Newport Tower. Dieser Tunnel führt uns hin. Like, er arbeitet lieber im Female LGBTQ+, multipler Abstammung, like most diverse character ever, würde ich sagen, also seit Ubisoft. Und ja, Aveline ist ein besserer Charakter als Rey, denn sie hat zumindest Charakter. Zwar nicht viel, was aber nicht an ihr liegt, sondern mehr an dem mangelnden Material. Weil, hey, sie hat mal ein Spiel bekommen und diese. Wie soll ich da hochkommen? Drei Missionen. In Black Flag. Ja, jetzt Menschensknast, ey. Manchmal vergesse ich, dass sie das ganze Kletter-Gameplay in Rogue noch mal ein bisschen verbessert haben. Kannst du hochspringen? Pass auf. Warum so hochspringen kann, ist simple Physik. Das ist. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Oh mein Gott, die ist viel zu langsam. Verbündeter von. Alter, come on! Belastend. Zack. Und da hat sie wieder durch was durchgegriffen. Also. Verzeiht. Ja. Warte, sieh mal, ich mach das. Bleib zurück. Gut. Lulz. Stay right there. You'll pay your salary. Warum hat das physikalisch funktioniert? Hat die Kugel muss sich mittendrin umgedreht haben. Nicht auf den Fersen bleiben. Schaffst du das denn? Das schmeckt. Ja. Das ist kein Wunder, desynchronisiert. Ja, die hat sich da nicht festgehalten an dem um die Kurven springen Ding. Wir sind leichte Ziele. Wir sind leichte Ziele, die aber auch
Okay, sie will da nicht klettern. Halt dich weiter fest, Patience. Man nennt einfach mal versteckte Klingen. Das wäre niemals passiert, wenn ich mein Ammo... Ach, schon gut. Ich werde einfach besser aufpassen. Na, guck mal einer Schau. Den Doktor finden? Na, der Doktor ist ja wohl nicht hier. Alter, wie lange soll ich denn noch bei ihr bleiben? KI? Kommst du? Okay, KI spinnt wieder. Willkommen zur AC4. Da ist er! Also los! Okay, weiter geht's. Ja, ja. Jetzt. Welches Tor hat er genommen? Wir müssen uns wieder trennen. Wie öffnen wir die Tore? Ich verfolge den Doktor. Verfolgst nicht den Doktor, verfolgst irgendeinen Wannabe. Doktor ist das garantiert nicht. Höchstens der Valiard, aber. Deswegen hat sie versteckte Klingen. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Damit sie den Hufen machen konnte. Wow. Ja, es. Hier soll ich hoch, okay. Irgendwie ist diese Mission ein Best of Assassin's Creed so. Wir haben die Welt aus 3, die Engine aus 4 und die komischen Hebelrätsel mit den Plattformen aus 2. Ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier so ein bisschen... Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Assassin's Creed 1, aber hey... Da das ja quasi der Grundbaustein für das ganze Gameplay ist, passt das schon. Muss man nicht mehr extra Anspielungen drauf machen. Zack. Klettern. Zack, come on. Geht noch weiter. Wo soll meine Frage der Seele beginnen? Hörst du? Der Doktor. Was singt er denn da? Ein Lied, das meine Mutter macht. Ich glaube wohl, damit aktiviere man das Amulett. Das ist ein Templer. Die sind alle so. Also eventuell bis auf Haytham, aber... Haytham haben wir ja noch nicht kennengelernt. Du gehst vor. Ich kletter auf der anderen Seite hoch. Wir flankieren ihn. Zack. So. Patience Gibbs. Ich wusste, dass du 9 Leben hast. Das letzte davon muss ich dir wohl schaffen. Machete into Fressbrett. Mein Leben gegen ein dreckiges Stück wilden Folklore. Was ist das?
Du dachtest doch nicht, dass ich all meine Geheimnisse preisgebe. Ich werde es mir merken. Doch wie funktioniert's? Es lässt mich sehen. Gedanken? Nein, in alle Dinge. Allerdings nur für einen Moment. Lange genug. Um zu fliehen. Patience, wirst du mich bitte zu Connors Siedlung begleiten? Wäre mir eine Ehre. Exzellent. Ja, damit würde ich sagen, das war's mit dem Aveline de Grand Prix Special. Das ist übrigens privater Spielstand. Kann ich hier die Spielzeit sehen? Nee. Schade. Ja. Damit würde ich aber sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Wertung da. Möge die Macht mit euch sein. Die Länge ist fast identisch zu der vom letzten Special. Ja. Das ist 4 Jahre her. Können wir mal nachgucken. Oh mein Gott, das ist genau 4 Jahre her, dass das aufgenommen hat. Ist der auf den Tag genau. Oh mein Gott. Ey, das ist ein krasser Zufall. Okay, das ist geil. Das ist ein geiler Zufall. Ja, 4 Jahre später gibt es den Re-Upload. Ich hoffe wirklich, das Video hat euch gefallen. Lasst Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.